Nehmen Sie den Privattransit zum Apollo-Kern. Apollo Privattransit verfügbar. Hier einsteigen für Apollo-Kern. Machen wir doch mal. Da ist irgendwo eine Karte noch, die ich übersehen habe. Offensichtlich. Bin ich jetzt mal gespannt, was der liebe Apollo zu sagen hat. Die Transits brauchen ganz schön lange. Aber die Frage ist, der Androide war ja auch von Wayne und Yutani. Entweder ist der Samuels nicht tot und hat nur so getan, oder er ist wirklich gestorben. Und dann wäre die spannende Frage, was, ob er, also wenn Taylor da jetzt gegen uns arbeitet, was dann dieser Waggon für den zentralen Apollo Hauptcomputer Sebastopol Wissenschafts- und Medizinturm. Okay. Irgendwie, ich steige hier nicht hundertprozentig durch, aber das wird sich mit Sicherheit alles nach und nach aufklären. Hoffe ich zumindest. So, sparen Sie Munition, man kann nie wissen, wann man sie braucht. Ja. Hat gut geklappt bisher. Wir sind auf dem Stockwerk über dem Apollo-Kern. Dieser gesamte Bereich enthält Apollos Stützsystem und KI. Der Kern ist in der Mitte. Apollo hat Samuels davon abgehalten, die Abriegelung ferngesteuert aufzuheben. Aber sobald sie drin sind, wird Apollo dank Samuels zumindest mit ihnen sprechen. Jetzt bin ich gespannt. Pumpgun. 3 Schuss. Juhu. Das kann ja lustig werden. Schlüsselkarte. Terminal. Privat. Nichts freigeben. Morgen gemeinsam. Morgen gemeinsam. Sieksens Reise in den Kolonialweltraum, eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg, zuerst erschienen von Auge auf Sieksen. Unsere Reise nach Sevastopol. Während nach Sieksen für den Aufbruch in der befand sich Sevastopol im Bau eine Station. Was? Halt die Klappe, blöde KI. Während sich Sieksen für den Aufbruch in den Kolonialweltraum rüstete, befand sich Sevastopol im Bau, eine Station unvergleichbaren Potenzials in perfekter Lage im Weltraum. Zu Beginn war Sevastopol eine Zollfreizone, gebaut von Lorenz Systech Development und finanziert durch unsere Freunde von Geofund Investor. Die Eröffnung der Station ging jedoch mit einem Umbruch im Weltraumrennen einher. Jahrelanges Versagen bei der Verwaltung sowie die Umleitung der Sol-Tedos-Flugroute führten dazu, dass Sevastopol die Stilllegung drohte. Glücklicherweise stand Sieksen bereit, dieser Station neue Energie zu geben, wie viele anderen. Wir erreichten Sevastopol im Jahre 2124 und machten sie zum belebten Weltraumdrehkreuz von heute. Ich bin zu Apollo gekommen, um herauszufinden, warum die Syntheten verrückt spielen. Die Situation hier ist außer Hand geraten. Apollo hat die Kernverpflichtungen der Androiden umverteilt. Sie haben sich von den Wartungsarbeiten abgewandt, die wir nach Erhalt der Nachricht angefordert hatten. Hier ist überall Kühlmittel. Gas ist auch entwichen und der Hauptzugangsfahrstuhl hat sich abgeschaltet. Ich habe eine Anfrage auf Unterstützung gestellt, aber anscheinend stehe ich an 45. Stelle. Die Systeme sind auf einmal von Gefahreneindämmung besessen. Ich muss einen Weg nach unten finden. Spedding Ende. Okay. Ich glaube ja, die KI weiß. Also ich glaube, dass die Lebensform nicht weg ist. Also eine Lebensform ist weg. Aber wie gesagt, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass noch viele, viele mehr Aliens jetzt mittlerweile da sind. Und drum flippt auch Apollo so aus. Aber warum er dann alle Leute umbringt? Vielleicht sieht er das als Bedrohung, dass die sich halt über die Menschen dann vermehren praktisch. Und drum will er die umbringen, dass da nichts Neues mehr dazukommt. Also nichts mehr. Schusswaffen registriert. Das ist doch wohl ein Scherz. Legen Sie Waffen auf dem Sicherheitsförderband ab. Sieksen und Apollo bedanken sich. Jede Wette.
ist schön. So kann man das Spiel auch nochmal ein bisschen interessanter gestalten. Kurz husten. Zugangsfahrstuhl zum Apollo-Kern offline. Primäre Apollo-Systeme gesperrt. Ricardo, der Zugang ist blockiert. Die Schaubilder von der Sevastopol-Verkaufsvorführung sollten hier irgendwo sein. Suchen Sie nach einer Hintertür. Okay, mal sehen. Da ist ein Energieleiter, der an den Apollo-Kern anknüpft. Den kann ich nutzen. Passen Sie da durch? Elektronik abschalten, tief durchatmen, zusammendrücken. Kinderspiel. Wenn Sie stecken bleiben, komme ich da nicht hoch, um Sie rauszuholen. Was haben wir gelacht? Der Typ sollte, also nach dem ganzen... Keep vigilant for spills. Report them immediately. Ja. Okay. Zugangscode. Ja. 4930. 4930. An einen stromführenden Leiter anzukuschen, könnte wehtun, oder? Ich muss ihn zuerst abschalten. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss gerade. Ich werde es aber hier gleich herausfinden. Schalten Sie die Stromleiter aus. Also, nach da lang. So, ich bin jetzt hier im Kern, wo bestimmt ein Haufen KIs auch drin sind. Und habe keine Waffen, nichts. Schrott einsammeln. Ich bin gespannt, ob ich die Waffen wiederkriege dann oder ob ich hier dann rausflüchten muss und habe dann gar keine Waffen mehr. Das wäre auch sehr, sehr nett dann. So, das ist auch relativ sinnlos, dieser Raum hier, mit dem nur der Schrott drin ist. Toll. Ansonsten finde ich hier gerade nichts. Nee, offenbar ist hier nichts mehr. Okay. Na gut. Automatisches Licht. Hätte ich auch gerne zu Hause. Okay. So, da müssen wir den Strom ausschalten. Etwas stimmt nicht mit Ihren Syntheten. Das Team, das ich zum Ausschlachten des unteren Wohnbereiches beordert habe, hat plötzlich angehalten. Sie haben irgendwas von Gefahreneindämmungsbefehlen gefaselt, haben versucht, in die Kontrollkabine einzudringen und sind dann einfach abgehauen. Ich weiß, dass ich ständig Beschwerde über diese unheimlichen, glatzköpfigen Schweinehunde einlege, aber diesmal kann ich beweisen, dass die nicht richtig verkabelt sind. Ich habe morgen eine Verabredung mit Ihrem Vorgesetzten Spedding und ich werde ihm ordentlich den Marsch blasen. Wenn er Ihnen dann den Marsch bläst. Das kommt mit besten Grüßen von mir. Schön. Es ist sehr schön, dass, dass hier jeder gegeneinander arbeitet. Das macht Laune. Hier und da. Ricardo, der Leiter ist vorübergehend offline. Ich habe hier die Apollo-Schaltpläne vor mir. Sieht so aus, als könnten sie über den Turbinenschacht Zugang erhalten. Da müsste irgendwo eine Notabschaltung in der Nähe sein. Aber sie wird nicht ewig abgeschaltet bleiben. Sie müssen schnell da rein. Was? So. Läuft hier was rum, nee, ne? Okay, momentan ist hier nichts, was sich bewegt. Gefahr ist auch keine da. Ich renne einfach mal weiter. Da passiert eh gerade nicht viel. Hoffe ich zumindest. Was haben wir hier? Sensor einsammeln haben wir... Kurzkratzen. Ein Terminal, was haben wir hier noch?
Apollo-Verkaufsinformationen, Apollo-Informationsblatt, warum Sie sich für ein Apollo-System für Ihre Weltraumorbitalstation entscheiden sollten. Selbstregulierung und Android-Wartung, Sicherheit durch das Entfernen von Syntheten, Selbstbestimmung, verzögerungsfreie Kommunikation, keine Interferenzen, blitzschnelle Datenübertragung auf der Station, zuverlässig, leistungsstark, selbsterhaltend, ein echtes Seeksen-Produkt. Abschnitt fehlerhaft. Okay, ja, die funktioniert super. Apollo und die Syntheten, das funktioniert alles perfekt. Kann ich nur unterschreiben. Wo muss ich jetzt eigentlich? Achso, da hinten lang. Lalalalalalalala. So. Okay, irgendjemand hat hier Kabel gezogen. So, okay, jetzt muss ich hier wahrscheinlich das Ding abschalten. Habe ich ein paar Sekunden Zeit, um durch den Lüftungsschachter zu kommen. So, und das da noch. Turbine ist aus. Der Weg sollte jetzt frei sein. Beeilen Sie sich. Wenn Apollo das System überhitzen, werden Sie neu starten. So. Es wird knapp. Viel Glück. Ripley, Sie gehen immer tiefer in Apollo und Ihr Funksignal wird schwächer. Die Verbindung wird bald abbrechen. Super. Drücken Sie mir einfach die Daumen, okay? Da unten werden so einige Hiwis auf Sie warten, Rip. Könnte gefährlich werden. Samuels hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffe. Ich muss es versuchen. Ich fand ihn schon immer recht nett für einen Syntheten. Ich auch. Okay. Ach. Hier fliegt gerade eine Fliege rum. Stört mich etwas. So, da können wir uns verstecken. Wo muss ich denn jetzt hin? Schalten Sie die Turbinenbelüftung aus. Zugriff auf rechten Speicher, Zugriff auf linken Speicher, Apollo-Kern. Ach du Schande. Linker Hemisphären-Server, Raum zur menschlichen Kommunikation. Ricardo, der Haupteingang ist versperrt. Irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich kann Sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist zu schwach. Ricardo? Verdammt. Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. Finden Sie den Raum zur menschlichen Kommunikation. Okay, ich kann über den linken Hemisphären-Server und den rechten Hemisphären-Server gehen. Ich frage mich, welcher der sinnvollere ist. Okay. Es ist nicht so, als hätte ich eine Möglichkeit. Ah, Gasmaske, sehr gut. So. Kann ich irgendwas machen? Apollo bittet Sie während des folgenden Ereignisses um Geduld. Gefahreneindämmungsalarm derzeit auf Stufe Omega. Danke. Spedding, etwas Verrücktes ist gerade passiert. Sevastopol ist vom Markt. Es gibt einen Käufer. Nur Wochen, bis der Laden komplett auseinandergenommen wird. Und auf einmal drehen sie sich um 180 Grad. Nach all den endlosen Präsentationen und Touren sind die Verhandlungen wohl doch nicht auf Eis gelegt worden. Jemand im Firmenhauptquartier musste einfach nur mit den Fingern schnipsen. Wir haben soeben eine Bestätigungsnachricht erhalten und da Apollo gerade ein neues Betriebsregelwerk empfängt, ist der Vertrag wohl unter Dach und Fach. Kenntnis hier drüber nur auf Verwaltungsratsebene bei Bedarf, bis die Anteilsinhaber Bescheid wissen. Ziemliche Beförderung, wie?
Okay. Also. Jemand hat die Station gekauft und hat Apollo ein neues System, eine neue Regel aufgespielt. Interessant. Jetzt wäre die Frage, wer hat die Station gekauft? Ich hasse diese Stelle jetzt schon. Hat er mich gesehen? Bestimmt nicht, oder? Der guckt mich so böse an die ganze Zeit. Oh, da. Blöder Penner, geh weg. Ah, okay, jetzt läuft er bestimmt wieder rechts rum. Das hätten wir schon mal. Nein! Toll. Das ist der blöde Androide. Linker Serverspeicher aktiviert. Rechter Serverspeicher aktiviert. So, darf ich mal kurz eine Frage stellen? Wie bringe ich die Dinger jetzt kaputt? Oh, Mistding. Toll, das funktioniert super. Ich werde sie einfangen. So. Elektrische Molotow, EMP-Mine, Blendgranate, bla bla bla. Ich kann nicht viel machen gerade. Ach, halt die Klappe, blöde Androide. Geh weg. Irgendwie tot auch oder bin ich jetzt im Arsch? Ich glaube, das ist gerade relativ sinnlos, was ich hier mache.